und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Mein drittes Kreativset muss ich ja noch verbasteln. Und zwar schöne Reise und wie das funktioniert. Und als erstes bastelt mir natürlich erstmal die Karten, aber danach habt ihr ja gesehen, dass ich das nicht unbedingt verbastel, sondern lieber einfach was selbst gestalte und wie das Ganze funktioniert. Das zeige ich euch jetzt wie üblich im Video. Bleibt einfach dran. Das ist auch ein älteres Kreativset. Schönste Reise. Das machen wir erstmal mit meinem Cutter auf. Ich hüpfe noch ein bisschen rum. Ich habe eine Fliege da und unser Hund soll auch jagen, die Fliege. Und die bewegt sich die ganze Zeit an meinen nackten Beinen. Das ist das Stempelset. Ein Acrylblock habt ihr immer dabei. Diesmal einen Amethyst-Spot. Und das Kreativset, was ich hier mal schnell schaue, dass ich es aufbringe, ohne dass ich es zerstöre. Hier entlang. Wenn ich schreiend rauslaufe, dann wisst ihr, dass mich die Fliege jetzt langsam zwickt und beißt. Das ist nicht nett. Wir haben wieder ein bisschen Paradimensionals, Leinenband und beidseitig klebende Punkte. Niedliches, dreifaches Briefumschläge. Einmal, zweimal mit Berg und dann noch mit der See. So, dann hier sogar eine Dreifachkarte ist das. Ich glaube, ich ziehe euch jetzt mal wieder hoch und seht ja nicht richtig. Ich steige. Stehe auch auf, damit ich auch was sehe. Also das ist eine langgezogene Karte, die man hier noch umknicken darf und wahrscheinlich hier das Innere rausmacht. Davon haben wir insgesamt 3 Stück. Schön bunt. Dann nochmal 3. Wie dass die Bahn durch die Berge fährt und durch den Tunnel. Und die sind schon offen für die Seekarte. Auch 3 schöne Karten. Basen, 3 Autos, 3 Schiffe, 3 Blümchen. Schöne Anhänger und natürlich, wie man es bauen soll. Für den ersten Tag braucht man hier einmal das. Das habe ich schon ausgerupft jetzt, weil ich gedacht habe, ich hätte es wieder drinnen. Einmal das Segelschiff und den ovalen Tag. Und jetzt überlege ich, was reinpasst. Das andere ist schon ein bisschen groß, das geht nicht. Also, das Leben ist eine Reise. Und natürlich unseren Acrylblock, der überall dabei ist. Schöner, großer. Und
Jetzt brauchen wir dann Amethyst. Und für die Wolken, die da hinten am Himmelszelt auch noch zu sehen sind, werden wir auch das noch benötigen. Das ist einmal unser erstes Teil, was man hier wahrscheinlich drüber setzen muss. Unser Falzbein noch. Jetzt auch wirklich schön fixiert ist. Auf der Intec brauche ich jetzt die Das Leben ist eine Reise in Amethyst. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Band. Auf jeden Fall brauchen wir als erstes noch die Wölkchen, bevor ich mir das Band suche. Also erstmal sauber machen. Wieder gleich da weg. Dann unsere Wölkchen. Das habe ich gesehen. Hier im oberen Bereich. Ich habe mir gedacht, ich brauche noch ein paar mehr Wolken. So. Das hat auch wieder gleich säubert. Jetzt kommt unser zweites, unsere zweite Karte. Die falzen wir uns auch. Da muss man noch was rausdrücken. Ja, damit wir auch die Berge im Hintergrund sehen. Das war das erste. Jetzt kommt das zweite. Da brauchen wir diese Sichel. Die Sichel raus. Dann brauchen wir von den Teilen dieses das Stück und Happiness is the best Chat. Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. Das Abenteuer ruft, hörst du es auch? Genieße oder bei sich selbst anzukommen ist das schönste Ziel. Ich glaube das nämlich. Da brauchen wir ein Band von 15,2 cm. Mein T-Lineal legen es vorne an. Ups, ziehen das ein bisschen in die Länge. 15,2. Schneiden wir ab.
basteln. Spruch drauf. Das Malen stempel mir in Amethyst auf. So, festdrücken. Passt ja perfekt. Gleich wieder säubern. Den wieder wegräumen. Dann den Mond suchen. Der soll hier im so drüber stehen. So. Gleich aufräumen, was nicht weg ist. Bemalt man sofort, das ist immer schlimmer. Dann lege ich mir das zurecht, das da soll noch die Blume drauf. Okay. Haben wir noch die Blume. So. Jetzt habe ich es nicht ganz ordentlich hingekriegt. Aber da kommen wir da Menschen jetzt drauf. Dann brauchen wir dafür noch unseren Briefumschlag, der natürlich auch für die Berge gedacht ist. Rein verstecken. So, oder? Das ist die dritte Karte. Da holen wir uns auch eine. Das ist die dritte. Da schätze ich auch, dass man hier was rausdrücken muss. Das wieder fixieren. Und auch mit auf der anderen Seite nochmal fest. So. Für das brauchen wir den letzten, den größten Druck. Kann man gleich mal ist noch was aus, zum Ausstanzen. Das muss noch raus bestimmt. So. Da brauchen wir dann das Auto. Und dafür sollen wir auch 15,2 cm Garn benutzen. Bis da ungefähr.
soll dann da durch. Können wir auch gleich. Und dann fixieren. So. Das Auto soll dann hier drauf. So. Schieben wir zur Seite. Da brauchen wir jetzt erstmal wieder unseren Acrylblock. Hier muss ich mal schauen, dass da vielleicht Sterne dastehen soll, weiß ich nicht. Das ist mein Spruch für möchte ich eigentlich den letzten größten Spruch noch neu. So, mein C-Stempel. Und da kommen die Vögel noch zum Vorschein. Was das ist, möchte ich gern wissen. Was ich da irgendwas übersehen? Da hätten Pünktchen noch drauf gemisst bei der vorhergehenden Karte. Die sind mir nicht aufgefallen. Aber da brauchen wir jetzt erstmal das, dann unseren Acrylblock, wo auch immer ich den wieder versteckt habe. So, gefunden. Und da möchte ich, das Abenteuer ruft, hörst du es auch? Jetzt habe ich mich aber angemalt. Nochmal Glück gehabt. Gut, oder? Wieder mache ich es sauber. Stellziehen. Wieder draufräumen. Die Vögelchen sollen ja auch noch drauf. Mal schauen, wie rum, dass sie richtig rum gehören. So. Dann mache ich sie lieber mal auf, die Karte. Das war zu heftig. Nicht so prickelnd, hm? Aber hier gibt es noch was, wo man rausdrücken kann. Und hier auch. Leider habe ich das verschmiert. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber das Auto und dieses Teil. Weiter sie. Weiß jetzt nicht, ob ich das mit euch jetzt richtig gezeigt habe. Aber vielleicht sind das die Verspiegelungen von den Vögeln. Muss ich ja nur zu helfen wissen. Da gehört dann die dritte und letzte Karte. Ein Briefumschlag dazu. Und vorsichtig.
Bei der ersten Garde ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe es vergessen, euch zu zeigen. Also, wir brauchen ein Maß von 27,9 cm ungefähr. Das schneide ich mal ab und dann wickeln wir uns das so über die Finger drüber. So groß es geht. Der Anfang und das Ende möchte ich immer unter meiner Kartenfront haben. Da habe ich mir so einen Klebepunkt einfach abgezogen. Der klebt hier aber noch gut. Da ist mir nur aufgefallen, dass man den unteren nicht verkleben darf. Deswegen nehme ich jetzt noch mal einen für hier oben. Kommt das hier drauf? Drücken wir das hier schön fest für mein Bötchen. Da habe ich auch gerade gesehen, dass da man noch was abziehen kann. Muss hier dann doch noch mal der Klebepunkt weg, also der Dimensional. Dann setze ich noch einen hier drauf. Und dann darf er die Wellen hochreiten. Da gehört dann das schöne Briefumschlag dazu, den man hier dann ordentlich hineinsetzt. Also, wenn ihr dann wollt, können wir uns die zweite Karte doch noch mal anschauen. Da soll um den Mond herum noch dieses gepünktelte drumherum. Also setzen wir den uns da auf dem Acrylblock auf, holen uns das Amethyst-Stempelkissen. Machen die Karte einfach nochmal auf. Drücken dann den Stempel auf das Stempelkissen und dann vorsichtig so drüber. So. Da haben wir dann unseren Krühlstempelabdruck auch gestaltet. Das setzen wir natürlich auch wieder in unsere Kartenumschlag ein. Jetzt machen wir schnell sauber. Dann machen wir es das nächste Mal wieder. Auf den da draufsetzen. Und schwuppdiwupp seid ihr damit fertig. Jetzt wollte ich eigentlich, weil ich nicht wusste, wie das ganze Teil aussieht, ja noch da eine Verpackung für bauen. Für eine Minty Summer Line. Dann könnte man doch das so aufsetzen, dass man sich gerade mal überlegen. Also, ich habe ein Maß von 3,5. Wenn ich 4 nehme, ist vielleicht besser. 4 mal 4. Und von der Höhe ist das Ganze 9.
Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Ich habe mir jetzt überlegt, 4 cm soll der Boden sein. Die mache ich erstmal da, ziehe ich mal da drüber. Die Karte ist länger als das Teil, also muss ich das ein bisschen zusammenschieben. Also 4. So. Dann brauchen wir 1 cm zu verkleben. Dann brauchen wir 4, also 5. 5, 9. Dann wieder 4. Habe ich da 4? 4. Das sind 4. Ja. Dann wieder 4 sind 13. Und nochmal 4. Check. Brauche ich gar nicht das hintere Stück. So. Dann haben wir 17. Schneiden wir uns das mal weg. Von der Höhe her. Das ist aber, glaube ich, so. So. Ich brauche dann da. Machen wir das hier raus. Schneiden das hier ab. Nehmen das erstmal zur Seite. Das ich bestimmt nochmal. Und dann falzen wir uns das erstmal. 4 durchgehend. Und dann noch das da. Schneiden wir uns das Ganze hier ein. Ja, richtig. Da braucht man dann Flüssigkleber. Ich hoffe, dass der jetzt langsam wieder klebt. Dann hole ich mal ein neues. So. Setze ich da so an. So. Immer habe ich das so schief gesetzt. Mich frisst gerade die Fliege. Und der ist auch beißende Fliegen, also ich finde die nervtötend. Dann passt das jedenfalls hier rüber rein. Auf jeden Fall. Naja, ich finde das ein bisschen reinschneiden doof. Ich glaube eher, das schiebe ich da neu. Das ist, glaube ich, besser. Oder wir können das ja noch mal ein bisschen kürzen. 1-2 mm kürzen. So. Dann drücken wir das Ganze da
rein. Und dann kriegen wir das auch so rein. Dann können wir natürlich auch noch was dazu schreiben. Frisst mich. Genieße sie. Das finde ich gut. Genieße sie. Aber brauche mehr. So dann. So einen. Genieße sie. So. Oder so. Ich glaube, der kleinere reicht. Ja. Das Auto ist ein bisschen groß, finde ich. Also. Ich möchte genieße sie haben. War gar nicht so weit weg, aber gut genug versteckt. Also genieße sie. Das war jetzt zwar nicht die Reise diesmal gemeint, aber was anderes. Reicht die Größe jetzt erstmal, die Breite. Das hat 2,5. Kann man 5,8 Monate bitte. 2,5. Schauen wir mal. Machen wir in der Mitte einfach ein Fähnchen rein. Bis dahin falten und zurück. Danach dieses Stück. Ups. Festdrücken. Und dann wird das einfach hier so drauf fixiert. Schon haben wir aus einer Großkarte eine schöne bunte Verpackung gestaltet. Da drin ist Genieße sie, ein Duschgel, passt perfekt für eine Reise.
Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Einerseits dieses schöne Reiseset zu gestalten von unterschiedlichen Karten oder auch als kleine Verpackung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, eure Nate. Tschüss!